Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 3. Wir haben heute eine Menge vor und zwar wird uns dieser Part wahrscheinlich gen Norden führen. Ich muss allerdings erstmal ganz kurz eine Sache abchecken und zwar hat der liebe Alexander mich darauf hingewiesen und ich sehe auch gerade, glaube ich, welche Stelle er meint, dass ich, und ich gehe mal davon aus, dass er den südwestlichen Zipfel meint, wo die Rede von einer Gabelung war, die aussieht wie ein umgedrehtes Y, dass ich dort mal nachgucken soll und schauen soll, was da so abgeht. Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde mal ursprünglich meine ursprüngliche Route erstmal verfolgen, und zwar die, die mich nach Norden führt, und werde dann im Anschluss, sobald ich die Insel erreicht habe, mal gucken, dass ich mir die andere Ecke ansehe. Ach, komme ich hier gar nicht durch? Achso, ich bin noch viel zu früh. Ich habe den Maßstab schon wieder völlig falsch eingeschätzt hier. Na gut. So, ich hoffe, dass ich fit bin. Es ist jetzt wahrscheinlich die unchristlichste Uhrzeit, zu der ich jemals Dragon Quest 3 aufgenommen habe. Denn, ja, es ist jetzt, man mag es kaum glauben, kurz vor 6 Uhr. Ja, Tatsache. Ich bin früher ins Bett, dadurch früher aufgestanden. Also das ist jetzt nicht irgendwie notgedrungen oder mega gestresst oder mit Druck verknüpft. Ich bin auf dem Papier echt ausgeschlafen und dachte, ich nutze die Gunst der Stunde, um mit diesem wundervollen Spiel jetzt in den Tag zu starten. Guck mal, wie gut oder schlecht das funktioniert. Eigentlich mag ich das nämlich ganz gerne, so früh aufzunehmen, muss ich sagen. Also ich, so weiß ich nicht, so meine Gesamtverfassung ist irgendwie eine bessere, als wenn ich das spät abends nach dem Feierabend mache. Ich weiß nicht, einfach weil der Tag dann noch vor dir ist. Warte mal. Hier müsste ich jetzt unter der Brücke durch. Ich hoffe, das geht. Das geht natürlich nicht. Und nu? Dann komme ich da ja gar nicht hin. Das ist ja mal richtig oll. Warte mal, wie war denn das nochmal? Ich glaube, wenn ich mich an einige Städte rübergeportet habe, dann war das Schiff auch immer mit dabei. Aber ich check das nicht. Ich finde, hier auf der Karte sieht das aus, als würde man... Warte mal, ich versuche diesen Cursor irgendwie zu bewegen. Das geht aber nicht. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, wie die ganzen Städte und Orte hier heißen, die mit Pünktchen dargestellt sind. Aber ich meine, dass ich das... Warte mal, man kommt irgendwie mit jeder zweiten Taste raus, aber kann sich nicht zusätzlich anzeigen lassen. Okay. Damit hat sich dann vielleicht mein Plan auch erledigt. Was sind denn da diese Städte am nördlichsten Punkt? Warte mal, ich kann ja mal versuchen... Warte mal, wenn ich jetzt aber hier nach oben gehe? Nee, okay, alles klar. Ich wollte nichts unversucht lassen. Ich dachte, ich kann jetzt hier ohne weiteres nach Norden reisen. Vergesst meine Ankündigung am Anfang, dass wir uns heute wahrscheinlich in die Himmelsrichtung begeben werden. Das werde ich dann wohl nicht einhalten können. So, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich dort um Noan jetzt handelt, weil ich meine, das war so mit die... Ach, guck mal, mein Schiff ist da. Okay, dann kann ich meinen Plan doch verfolgen. Ja, guck mal, habe ich mir gut gemerkt, ne? Weil ich weiß noch, dass ich da die Kurve seinerzeit gemacht habe, weil ja nach Norden halt nur Wasser war. Und ich diese Route ja auch mehr als nur einmal abgelaufen bin, ne? Das war ja diese Strecke der Schande, die ich immer wieder in Richtung Höhle abgelaufen bin, um dort mal irgendwie voranzukommen, die mir da so ein bisschen Kummer bereitet hatte. So, aber jetzt gucken... Achso, guck mal, wenn ich nochmal die Taste drücke, dann verschwindet das wenigstens. Na gut, für die... Für die Übersicht vielleicht ganz praktisch, aber so viel mehr bringt es am Ende auch nicht. So, kann jetzt natürlich sein, und das wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich jetzt viel zu schwach bin für die Gegner, die hier warten. Also ich meine, am Ende ist auch das ein Statement. Sollte ich hier nicht weiterkommen, dann ist das so. Ich nehme einfach mal Mega-Stärkung in weiser Voraussicht. Ich würde mich jetzt überraschen, wenn die doch... Naja, es geht aber eigentlich. Aber die kennen wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich meine, dass wir die zum ersten Mal sehen. Nee, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Also wir haben jetzt hier in unserem Durchgang schon definitiv stärkere Gegner auch angetroffen. Ich dachte, dass ich mich jetzt hier auf weiß Gott was einstellen muss. Aber ist vielleicht auch ein Indiz, dass wir hier gar nicht mal so falsch sind. Ich habe ja eh schon vermutet, dass wir in diese... nördliche Eisstadt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Da war irgendwas drin, was so ein bisschen klang wie Pinguin.
Oh, jetzt wird es schon wieder dunkel. Wurde es nicht gerade eben schon mal dunkel? Ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier erstmal für Gegner warten. Die kennen wir aber alle schon. Also hier habe ich jetzt erstmal kein allzu blödes Gefühl, aber das muss nichts heißen. Kann sich alles noch ändern. Das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, dass wir diese Rabenviecher hier zum Beispiel als Gegner auch hatten. Aber das ist gut, weil dann steht der Erkundung dieses Inselabschnitts hier nichts im Wege. Ich glaube, wir konnten das über den regulären Festlandweg auch nicht erreichen. Das heißt, vielleicht gibt es hier irgendwas. Und aufgrund der Fläche schätze ich mal, dass wir hier vielleicht eine Stadt haben. Vielleicht, ah, guck mal, da ist sogar eine Burg. Ach so, das wird jetzt wieder so eine obligatorische Dragon Quest Insel sein, wo du dann später mit einem Luftschiff reinkommst, oder? Also, behaupte ich jetzt mal ganz fest. Aber guck mal, jetzt gehen hier wenigstens die Gegner schnell down. Das heißt, hier kommen wir auch relativ schnell durch. Nehmen ein bisschen Geld und Erfahrung mit. Vielleicht ein bisschen sehr wenig, aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Und viel Zeit verlieren wir dadurch wenigstens nicht. Ich habe bei so großen Waldabschnitten immer die Befürchtung, dass du, wenn du... Oh, die sind aber neu. Dass wenn du quasi in die richtige Baumgruppe reinläufst, dass dann irgendwie ein neuer Ort erscheint oder so. Wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ich traue mich jetzt mal Zischel zu nehmen. Auch wenn ich gerade nicht weiß, ob die Feuer empfindlich sind. Boah, okay. Nego haut auf jeden Fall ordentlich rein, aber die vertragen auch. Also scheinbar gibt es ein Schwierigkeitsgefälle zwischen Gegner im Norden und Gegner im Süden. Okay, hä? Zischel hat nur einen angegriffen? Habe ich irgendwas verpasst? War das nicht immer ein Gruppenangriff? Okay, die vertragen auf jeden Fall ganz schön viel. Muss ich mir jetzt irgendwie Sorgen machen? Ich weiß es nicht. Warte mal, große Feuerball. Hier haben wir die Monstergruppe. Ich habe den falschen Zauber ausgewählt, kann das sein? Keine Ahnung, ist aber auch verwirrend, dass beides hier Zischel heißt. Also mal im Ernst. So, jetzt können wir gucken. Jetzt sind auf jeden Fall alle... Okay, die vertragen extrem viel. Können die auch mal sterben? Oder... Okay, ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass wenn die einmal zum Angreifen kommen, dass ich ein riesiges Problem hier haben könnte. So, warte mal. Wir bleiben jetzt mal bei der Strategie von gerade eben, weil ich glaube, dass da am meisten Schaden auch bei rumkommt. Oh Gott, wenigstens einer ist weg. Die werden wahrscheinlich am Ende des Kampfes oder nach einigen Runden einfach sich selber in die Luft jagen und damit uns ebenfalls in den Tod reißen. Das ist meine Prognose. Alter Vater, wie viel die aushalten. Das ist doch nicht normal. Okay, das geht auf jeden Fall ganz schön an die MP. So viel steht mal fest. Ich nehme mal hier einmal Knirsch. Einfach um mal zu gucken, was da so an Schaden bei rumkommt. Ja, ist jetzt nicht so der Oberknüller. Jetzt ist der zweite auch endlich mal weg. Ich habe eh nicht verstanden, warum der erste so viel früher down war. Ja, weil Josef den die ganze Zeit angegriffen hatte, ne? Ich gehe jetzt mal mit allen in den normalen Angriff. Also bei zwei Viechern brauchen wir jetzt nicht hier noch die härtesten Geschütze ausfahren. Ich bin so gespannt, was man von denen an Erfahrung bekommt. Also wenn es mir überhaupt gelingt, jetzt hier alle vier aus dem Weg zu räumen. Aber einfach pro Gegner auch, ne? Also geht mir jetzt gerade nicht um die ganze Gruppe. Was war das denn für ein komischer Kampf? Aber gelohnt hat er sich allemal? Ich frag mich nur, wenn das jetzt öfter... Oh, da ist eine Höhle. Warum freue ich mich eigentlich so? Eigentlich müsste ich sagen, oh mein Gott, da ist eine Höhle. Wir werden alle sterben. So, den Wildprimat, den kennen wir aber, oder? Oder ist das jetzt auch wieder so eine neue Abart? Nö. Irgendwie sind diese Felsviecher hier voll deplatziert im Vergleich zu den anderen. Weil alle anderen Gegner machen kaum Schaden. Also gut, diese Felsdinger greifen halt gar nicht erst an. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das Spiel mit denen bezweckt. Gibt es hier Kämpfe? Oh, nö. Das wird wieder so eine Spieldings sein. Jetzt kann ich hier wieder ein Ticket einlösen, oder? Ja, es geht hier auf jeden Fall nach oben. Alles klar. Ey, guck mal, da sind wir wenigstens safe und werden nicht sterben, es sei denn, das Spiel treibt mich ins Grab oder so. Ich hörte, dass ein Sprössling irgendwo einen Geist beheimatet. Anscheinend ist das nicht hier. Das ist ja... Das ist ja echt super. Das ist, als würdest du, weiß ich nicht, irgendwie eine neue Ecke auf der Welt, auf der großen globalen Welt betreten und jemand sagt dir, es gibt da irgendwo einen Stein, der irgendwo rumliegt, aber hier ist das nicht.
So, okay, stehen diesmal auch Leute. Es teilt sich in drei unterschiedliche Richtungen auf. Ich frage mich, welcher Weg wohl der einfachste ist. Das frage ich mich auch. Das gucken wir gleich mal, ob man das von außen irgendwie erkennt. Achso, nee, hier starte ich. Warte. Erstmal noch nicht. Ich will nur gucken, vielleicht steht ja hier am Rande noch irgendein Zuschauer, der den ultimativen Tipp oder so hat. Keine Ahnung. Weil die Leute, die hier ihren Feierabend abchillen, die werden sich vielleicht ein bisschen besser auskennen als ich. Negoya liest die Aufschrift auf dem Sockel. Darauf steht, der erste Pachisi-König. Oh. Der trägt halbnackt in seiner Freizeit gerne Würfel. Oder was soll mir das jetzt sagen? Na gut, auf jeden Fall scheinbar eine große Persönlichkeit für dieses ganze Spiel hier, für dieses ganze Gewerbe. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt, ob überall das Gleiche drauf steht. Ich meine, ja, man erkennt, dass das überall wahrscheinlich der gleiche Typ ist. Aber ey, wir wissen alle nicht, ob der nicht einen Zwillings- oder Drillingsbruder hat, ja. Kann ja sein. Jetzt schüttelt bitte nicht mit dem Kopf und denkt euch, was zur Hölle erzählt die? Es passiert nicht so selten, okay, dass Leute ähnlich aussehende Geschwister haben. Ist ja auch egal. So, wir gehen jetzt mal eine Runde spielen und gucken, wie weit wir kommen. Jetzt wollte ich mir eigentlich die Route mal so ein bisschen angucken, aber ist jetzt egal. So, wir folgen einfach blindlings der ganzen Strecke hier. Du hast 20 Züge, um dieses Spielbrett zu vervollständigen. Das weicht jetzt aber nicht ab von dem, wie es in den anderen Spielen lief, ne? So, dann... Achso, warte, die Karte kann ich mir hier auch angucken. Dann machen wir das doch so. Hä? Achso. Okay, ich dachte, der zeigt jetzt irgendwie so eine große Karte insgesamt an. So, hier haben wir nämlich die erste Kreuzung. Was, hier gibt's Treppen? Okay, gibt's auf jeden Fall verschiedene Ebenen. Nach unten möchte ich nicht, weil ich ganz genau weiß, dass ich auf den minus 500 Münzen lande. Es ist einfach immer so. Ich weiß nicht, irgendwie... Links? Was ist denn zum Beispiel dieses Häuschen mit der Feder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde mal nach rechts abbiegen oder so. So, lass uns erstmal würfeln. Und dann mal gucken. Wow, ein Schritt. Da bin ich jetzt aber mal richtig weit gekommen. Ein geheimer Weg. Ja, super. Das war echt der beste Weg, den ich jemals hätte nehmen können. Das war auf jeden Fall das kürzeste Spiel ever. Zwar nicht mit glorreichem Ausgang, aber ich habe einen neuen Rekord gebrochen. Kein rühmlicher, aber hey, Rekord ist Rekord, ne? So, ich probiere es jetzt nochmal. Also wenn ich jetzt nochmal eine 1 würfle, dann will das Spiel mir hier irgendwas sagen. Und dann sieht dieses Spiel nicht vor, dass ich in diesem Minispiel hier erfolgreich bin. 1, 2. Okay, das sieht doch schon mal viel besser aus. Es sei denn, jetzt kommt ein Gegner, dem ich nicht standhalten kann. Aber ich glaube, obwohl, so schwach sind die eigentlich gar nicht. Eine Gegnergruppe wäre jetzt irgendwie schöner gewesen. Aber das hier werden wir auch hinbekommen. Ja, Frau Nego weiß sich zu wehren. Das ist gut. So, jetzt bitte keine Falltür, die mich wieder an den Anfang zurückbringt. Das wäre sehr nett. Okay, das scheint eine sehr kampflastige Runde zu sein. Ach du Scheiße. Okay, aber ich habe eigentlich, würde ich meinen, die richtige Waffe dafür. Besser so, als wenn das vier verschiedene Gegnertypen jetzt sind, die sich vor uns hier aufbäumen. Müssen wir mal gucken. Also diese Felsviecher, ich bin am überlegen, wenn ich dann wieder rausgehe. Vielleicht kommen die auch nur nachts. Die werde ich beim nächsten Mal dann rausschneiden. Und wahrscheinlich auch nicht zaubern. Also kann natürlich am Ende riskant sein, weil wenn der Kampf zu lange geht, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwas passiert. Aber mit Stand jetzt scheint mir das Verschwendung zu sein, weil von denen so auf den ersten Blick nicht wirklich Gefahr ausgeht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ey, guck mal. Jo, jetzt darf ich die nur nicht verlieren, ne? Und müsste auch mal höhere Zahlen würfeln, damit ich überhaupt hier irgendwie ans Ende komme. Eine zweifelnde Stimme kann plötzlich vernommen werden. Negoyas Brieftasche wird plötzlich sehr schwer. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen guten Gewinn heute gemacht. Also, wenn es so bleibt, ne? Toi, toi, toi. 1, 2, 3, 4... Ja, jetzt bloß nicht auf irgendein fettes Minus oder so treten. Hier haben wir nichts, das ist okay. Aha. Hotel ist dann wohl übernachten oder was? Oh, das erinnert mich so hart an die ganz, 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 ganz alten Rollenspiele. Willkommen in der Herberge. Es muss wohl so sein, alleine zu reisen.
Es muss wohl so sein, alleine zu reisen. Das wird dich 200 Goldmünzen pro Nacht kosten. Nee, auf gar keinen Fall. Gib auf dich acht. Ich dachte, wir kriegen das umsonst. Hallo? Was soll man noch bezahlen für im Rahmen dieses Spiels? Oh Mann, warum? Ah, 39 Lebenspunkte. Okay. Ist das jetzt... Ja, das ist eigentlich eine ganze Menge. Warum würfel ich die ganze Zeit nur so kleine Zahlen? Okay. Also... Ich weiß nicht, ob ich das anlegen sollte. Wir haben eine Silbertiara schon. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwann gefunden habe oder ob ich die eingekauft habe. Aber die ist gar nicht mal so unwertvoll. Also ich wollte damit sagen, wenn ich sie nicht aufsetzen kann, dann werde ich zumindest durch den Verkauf gutes Geld erzielen. Jawohl. Das ist der finstere Plan dahinter. Aber so finster ist der gar nicht. So, muss ich jetzt auch eine 1 würfeln, damit... Ja, das ist klar. Achso, nee, man kann auch so weiterlaufen. Ich dachte, das wäre wie jetzt auf der Zielgeraden. Achso, aber jetzt komme ich nicht mehr... Ach, und hier kann ich 1000 verlieren. Das ist ja ganz wundervoll. Das wird jetzt auch passieren. Natürlich wird das passieren. Weil jetzt kommt nämlich eine 1. Und dann war all meine Freude für die Katz. Was ist denn das da für ein komisches Sternfeld auf dem Boden da links? Ich habe keine Ahnung. So, ich bin gespannt, wie weit ich jetzt vom Ziel noch entfernt bin. Weil ich habe gar nicht mehr so viele Würfelrunden. Und gerade irgendwie das blöde Gefühl, dass es mir am Ende an... Runden fehlen könnte, um ans Ziel zu gelangen. Das wäre irgendwie ein bisschen blöde. 4. Okay. Geht 4 Schritte zurück. Super. Ja, machen wir doch gerne. Immer her mit den Kämpfen. Gar kein Thema. Ich mach mal erstmal die hier weg. Diese, wie hießen die nochmal, die da rechts irgendwas mit Vampir? Warte, Vampatze, genau, da habe ich es gerade gesehen. Die Viecher waren eigentlich nur nervig, weil sie mit 11 Steine Zauber versiegeln konnten. Ich bin quasi so gut wie tot, kann das sein? Ja, nächste Kampfrunde könnte interessant werden. Kann ich mich hier irgendwie heilen? Ich glaube nicht. Das wird dann wahrscheinlich nur im Kampf gehen. Das heißt, ich bin jetzt gleich tot oder was? Ich hoffe, wenn ich hier im Spiel sterbe, dass das dann kein Game Over für alles ist. Ey, guck mal, ist das nicht toll? Boah, ey, ich habe echt so ein Glück. Was ist, wenn ich Nein nehme? Dann kämpfe ich auch nicht. Okay. Ja, kann man mal machen. Es wäre halt gut, wenn ich mal was anderes würfeln würde, außer eine 4. Achso, nee, warte. Jetzt habe ich vergessen, hier weiterzulaufen. Achso, ich kann jetzt 3... Ich denke immer, keine Ahnung, wenn ich Pfeil nach oben sehe, dann denke ich, dass ich... Partykleid, okay. Dann denke ich, dass ich irgendwie Geld kriege oder so. Kein Plan. Da oben ist auf jeden Fall das Zielfeld. Ich habe das Gefühl, dass ich da aber heute nicht mehr hinkommen werde. Schon wieder ein Schatz. Okay, also die Ausbeute hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich nicht bis ans Ende komme, so werde ich trotzdem hier als halbwegs reicher Mensch rauskommen. Und ich würde jetzt auch einfach mal spontan nach oben gehen. Nee, kämpfen will ich jetzt nicht. Das ist mir gerade zu heikel. Würfeln tun wir nochmal. Ich weiß nicht mal, ob ich hier gerade... Du verlierst eine Runde. Ich wollte schon immer mal gucken, wie sich... Das Spiel ist jetzt vorbei. Wie es sich anfühlt, eine Runde zu verlieren. Okay, also das hier war... Wie gesagt, keine völlig sinnlose Runde, aber eine, die mich nachdenklich gestimmt hat. Jawohl. So, was mache ich jetzt hier gerade? Ich suche eigentlich nach einer Treppe, die es mir ermöglicht, mir auch mal die obere Ecke anzugucken. Weil ich da auch ganz... Obwohl, ich hätte die Karte einfach aufrufen können, ne, nach dem Etagenwechsel. Aber gut, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ich habe jetzt Bock, ein bisschen noch die Insel weiter zu erkunden. Was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Bin ich jetzt eigentlich immer noch? Ja, ich bin immer noch fast tot. Das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Wie finde ich das denn? Warte mal. Ach, Nego hat ja gar keine Mittelheilung. Nee, dann mache ich das jetzt doch einmal so. Und hoffe immer noch, dass wir hier auf eine Stadt noch treffen werden, wo ich dann auch übernachten kann. Ich glaube aber nicht, dass wir da fündig werden, weil wahrscheinlich diese Insel unter... Okay, hi.
Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Hexen. Also ich habe eigentlich nicht viel Angst vor Hexen, aber vor diesen Hexen habe ich Angst. Vor allen Dingen, weil sie diese übertrieben robusten Felsköpfe da jetzt ja auch noch begleiten. Was macht man denn da? Ich glaube, ich lasse es einmal knirschen. Ach du Scheiße. Ja, okay, sowas Ähnliches habe ich befürchtet. Gut, dass es nur zwei von denen sind. Können die auch irgendwas anderes oder hauen die jetzt nur ihre krassen Flächenzauber raus? Wir leben auf jeden Fall sehr gefährlich auf dieser Insel. Okay. Wenn der Zauber dann auch nichts bringt, ist das ziemlich ungeil. So, dann kann Nego jetzt mal diese Felsen da attackieren und alle anderen gehen erstmal auf die Hexe. Jetzt heilt die sich auch noch, ey. Na, die traut sich ja was. Aber ist okay, wir werden den Kampf siegreich überstehen, wenn die Felsen jetzt nicht plötzlich auf die Idee kommen, auch angreifen zu müssen. Aber ich bleibe dabei, dass ich jetzt hier keine Heilmittel oder MP zumindest verschwende. Ja, das ging eigentlich. Also ich habe das jetzt für euch mal abgekürzt. Also wenn du jetzt nicht vor jedem Zug überlegst, was du als nächstes machst, sondern einfach die ganze Zeit durchdrückst quasi, dann passt das schon. Maggies Statuswerterhöhung waren jetzt aber nicht so berauschend, wie ich finde. Also da war kein +4er mit dabei. Das macht mich jetzt nicht unbedingt glücklich. Warte, ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt... Ach, warte mal, ich habe auch den Hinweis bekommen. Seht ihr, den wollte ich eigentlich in der letzten Folge schon nachgehen. Maggies Waffe soll, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu führen... Genauso wie bei Samantha auch, dass sie pro Angriff irgendwie MP verlieren, was ziemlich scheiße ist. Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Bei Samantha, die ja jetzt zuletzt auch immer angegriffen hat, sehe ich das wahrscheinlich bei Info am besten. Oh, mich nervt, dass du hier nicht siehst, in diesem Menü, wie viel sie aktuell haben. Das ist, das erschwert das so ein bisschen, sage ich mal. So, warte mal, dann werde ich jetzt mal meine Heilung erstmal auf die Heilkräuter runterdingsen. Und da muss ich mal wirklich gucken, dass ich dann über kurz oder lang die Waffen ausgetauscht kriege. Aber es nervt mich halt, dass man das hier nirgendwo irgendwie sehen kann, ne? Sonst hätte ich das natürlich nie gemacht, also denen jetzt ausgerechnet diese Waffe hier anzulegen. Aber das ist halt auch der Grund, warum sie dann im Nahkampf eben so viel Damage machen. Also, ja, es hat eben auch Vorteile, aber naja, egal. Ich bin froh, dass wir die Heilkräuter jetzt haben. Achso, warte, eine Sache kann ich noch gucken, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht so das Allerspannendste ist für euch, aber ihr werdet sicher verstehen, dass bessere Ausrüstung durchaus ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen sollte. Deswegen gucke ich mal eben kurz, was wir hier alles so Schönes bekommen haben. Schau mal hier, Maggie zum Beispiel können wir jetzt dadurch verstärken. Jawohl, bitte einmal ausrüsten. So, und dieses Partykleid, was hat das denn damit auf sich? Kann das denn überhaupt irgendwer von meinen Leuten tragen? Nö. Alles keine Partytiere. Wir sind alle viel zu vernünftig. So, Lederrock, Eisenhelm. Hier gab es ansonsten nichts. Obwohl, warte, ich habe hier noch einen Runenstab. Das heißt, wenn der gar nicht so schlecht ist. Ja, der ist aber schlecht. Auf den ersten Blick. Ja, aber das ist halt Angriff, ne? Ich glaube, Angriff sagt jetzt per se erstmal nichts darüber aus. Wie viel Zauberschaden meine Leute machen. Ich gebe das mal Maggie, weil mir bei ihr der MP-Verlust. Warte mal, wo ist sie denn? Da, Runenstab, genau, sie gerade ausgerüstet, alles klar. Der tut da halt mehr weh, weil ich sie primär als Heilerin brauche nach wie vor. Und oh Gott, vor denen habe ich Angst. Vor denen habe ich Angst, weil mir jetzt schon wieder die MP ausgegangen sind und die auch viel zu früh immer an die Reihe kommen. Ey, boah, ist das nervig. Ich darf jetzt jedes Mal, wenn die auftauchen, wieder eine komplette Heilrunde einlegen. Das werde ich dann aber nach dem Kampf für euch rausschneiden, keine Sorge. Ich habe aber am allermeisten Angst, dass jetzt hier gleich plötzlich vier vor mir stehen. Das ist ja mal der Mega-Super-GAU hier, den ich mir gerne ersparen würde. So, jeder hat jetzt ein Heilkraut bekommen, außer Josef. Der bekam zwei. Die Raupe nimmer satt, der alte Gierschlund. So, warte mal, die Gebirgskette, die kann ich jetzt hier tatsächlich nicht irgendwie
umgehen, ne? Das war ein in sich geschlossener Kreis. Oh Mann, ey, es ist doch jetzt Tag. Jetzt bleibt mir doch mit den ollen Hexen fern. Könnt ihr nicht irgendwas anderes machen? Die haben scheinbar nur Zischel und Selbstheilung. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Also ich meine, noch reichen die Heilkräuter und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es kostet halt Zeit. Ich wünsche mir einen Befehl, der das automatisiert ermöglicht, wo du dann sagst, bitte auf alle ein Heilkraut. Das wäre ein toller Befehl, den ich jetzt sehr, sehr, sehr doll begrüßen würde. Aber es hätte alles kein Wunschkonzert. 17 Heilkräuter habe ich noch. Vielleicht senkt sich ja die Wahrscheinlichkeit, wenn ich hier aus dem Wald verschwinde, dass wir den Hexen hier über den Weg laufen. Mal gucken. So, bin ich dann mit der Umrundung theoretisch einmal durch? Das sieht hier zumindest ganz gut aus auf der Karte, weil hier alles so ein bisschen aufgedeckt ist. Das heißt, wir können uns jetzt theoretisch dann auch anderen Themen widmen oder anderen Ecken, auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ich würde zumindest einen nächsten Ort gerne mal ansteuern. Aber vorher werden wir einmal noch mal kurz irgendwo gleich übernachten gehen und ja, primär die MP auch wieder befüllen und dann mal schauen. Ich glaube, ich werde mich als nächstes nämlich nach Süden auf den Weg machen, weil ich sehr gespannt bin. Nach dem Hinweis, den ich bekommen habe, wohin die Reise führt im wahrsten Sinne. So, Teleport, Portoga. Portoga, Portoga. Ich mag diesen Namen irgendwie, keine Ahnung. Der klingt irgendwie schön und die Stadt an sich finde ich auch schön. Wenn das mal keine Argumente sind, dann weiß ich auch nicht. So, warte mal, wo war hier nochmal übernachten? Da unten. Ach so, ich übersehe hier in dieser Stadt jedes Mal das Schild, obwohl das direkt im Eingangsbereich platziert ist und ich jedes Mal dran vorbeilaufe und man es eigentlich gar nicht übersehen kann. Aber hey, wir wissen ja alle, wer hier am Pad sitzt, nicht wahr? So, warte mal. Ach nee, warte, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr. Wir haben ja doch noch ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte. Ich habe mich gerade nämlich, als ich bei der Erkundung vorhin auf die Uhr geguckt habe, um ganze 10 Minuten geirrt. Das freut mich gerade, weil dann können wir hier doch noch ein bisschen auf die Kacke hauen. Was ist denn das im Süden hier für eine Wüste? Ach, das ist die mit Isis und der Pyramide, ne? Die umschiffen wir jetzt einfach mal. Wobei, in diesem Tempel, da bin ich einmal kurz drin gewesen, ne? Da haben wir den Hinweis auch bekommen mit den ganzen Himmelsrichtungen und was sich da verbirgt. Ich würde ganz gerne hier mal komplett durchlaufen, auch wenn ich es dann weit zum Schiff habe, ne? Das ist... Oh, das ist ja eine eklige Kombination. Kann ich hier fliehen? Oh, ich verstehe das nicht. Das sind alles so schwache Monster. Warum klappt hier eine Flucht bitte nicht? Es tut mir echt leid. Ich schneide den Kampf im Gegenzug jetzt für euch raus. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Ich möchte ja nicht mal aus mittelschweren Kämpfen fliehen, ja? Aber das sind ja uralt Gegner. Guck mal, 4 Stück und du kriegst nicht mal 100 Erfahrungspunkte und nicht mal 100 Gold. Ich finde, das sagt schon eine Menge aus hier. So, jetzt bitte in Zukunft nur noch andere Gegnergruppen. Ey, warum sind die denn hier alle so eklig durchmischt? Warte mal, wer war denn jetzt der, der Megastärkung eingesetzt hat? Das war... War das nicht sogar dieses olle Vampirvieh, was wir jetzt hier nicht mit drin haben? Nee, das war die Krabbe, oder? Ich habe da beim letzten Mal nicht so wirklich aufgepasst. Aber der Kampf ist eigentlich nicht schwer, solange bis Megastärkung ins Spiel kommt. Und wenn dann auch noch von Samantha die Zauber versiegelt sind, dann kommst du irgendwie gar nicht vom Fleck. So, aber warte mal, hier waren wir doch noch nie, ne? Nee, eigentlich lohnt sich das Ablaufen hier. Also ich hoffe, dass sich das lohnt. Wahrscheinlich finde ich ja auch am Ende wieder nur irgendeine Höhle, die... okay, der ist neu. Hallo, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mich auch gar nicht beschwert. Ich weiß gar nicht, wie hier alle drauf kommen, dass ich mich über irgendwas beschwert haben könnte. Hi. Das sind da wohl die Nachfolger von den Widderviechern. Ich habe jetzt übrigens auch eine doofe Entscheidung getroffen, weil ich jetzt links rumgelaufen bin. Es gab ja da auch so eine kleine Mini-Gabelung. Oh, oh. Ja, 13 Schaden ist okay. Das ist eigentlich voll im Rahmen. Das ist genau der Schaden, der im Grunde genommen richtig ist für die jetzige Stufe. Ja, Erfahrungspunkte und Geld ist okay. Weil, guck mal, da oben führt auch noch ein Weg lang. Der... Hä, irgendwie...
Ich dachte, ich wäre auf der linken Route. Bin ich doch eigentlich auch. Ist dieses Ding irgendwie falsch von der Position her? Also versteht ihr, was ich meine? Weil der zeigt mir irgendwie, finde ich, an, dass ich rechts vom Fluss hier irgendwie unterwegs bin, was ja nicht der Fall ist. Ach, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall was. Yay, ich kann was betreten. Das freut mich erstmal. Betreten ist immer gut. Und bei der Nonne werde ich... Oh, wahrscheinlich auch speichern können. Da ist auch ein Teleporter. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Viele verwirrte Seeleute halten an dieser kleinen Kirche. Die Menschen aus Tedanki kamen für gewöhnlich auch hierher. Aber jetzt... Ja, was ist mit Tedanki? Und warum kann ich bei dir nicht speichern? Kein Danki für Tedanki. Danke für nichts, gute Frau. Vielleicht kann ich beim Priester ja ausnahmsweise speichern, aber ich glaube nicht. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wo wir hier rauskommen werden. Und ob ich hier überhaupt... ich weiß, glaube ich, wo ich bin. Ich habe den Schlüssel zwar noch nicht, aber... warte mal, sehe ich das? Ja, guck mal hier. Alles klar, das kürzt auf jeden Fall eine ganz schöne Route ab. Und guck mal hier, da ist, seht ihr das? Da ist südöstlich von mir, also von da, wo der Cursor hinzeigt, so eine kleine Mini-Insel, die, glaube ich, auch noch nicht erkundet war. Da wird wahrscheinlich am Ende auch nichts drauf sein. Aber ich wollte es nur anmerken. Jeder graue, unfarbige Pixel ist erstmal per se interessant. So, kommentieren die das hier irgendwie noch? Nö. Guck nicht auf die Statue, guck direkt auf den Boden. Ist okay, Frau Heldin. Ist okay. So, was mache ich denn jetzt? Ich hätte eigentlich ganz gerne mein Schiff hier in der Nähe. Aber das ist irgendwie weit weg. Ach so, aber guck mal, hier führt das einmal so ein bisschen kreisförmig rum. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier wieder... Ich hoffe, ich bete für uns alle, dass du die schwachere Ausführung der anderen Hexe bist, die wir heute schon kennenlernen durften. Sieht aber ganz danach aus. Okay, sehr gut. Mein Hexentrauma erreicht keine neue Dimension, aber Samantha erreicht eine neue Stufe. Ich finde, das ist eine gute Basis. Ja. Oh, was ist denn S-Geleit? Wahrscheinlich Schutzgeleit oder so. Wenn ich es nicht vergesse, gucke ich mir gleich im nächsten Kampf an, was es damit auf sich hat. Und da haben wir diese Freunde wieder. Okay, die sind ja jetzt nun nicht das Problem. Wir säuseln einmal und dann gucke ich mal hier. Hä? Wo sehe ich denn jetzt dieses irgendwas Geleit? Warum ist das hier nicht? Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand irgendwie erklären, was ich da gerade gelernt habe und warum ich das hier nicht sehe? Help! I don't understand what is going on here. Aber gut, das wird uns nicht den Sieg kosten. Aber ich finde, das klang so ein bisschen wie Mega-Stärkung vom Effekt her. Auch wenn es wahrscheinlich am Ende was ganz anderes ist. Kein Plan. Oder gibt es eine andere Kategorie, wo ich hätte nachgucken sollen, können, müssen... Vielleicht ist das auch irgendein passiver Skill, den du gar nicht proaktiv auswählen musst. Aber das wäre, glaube ich, ungewöhnlich. In Dragon Quest kannst du eigentlich alles, was du lernst, irgendwie auch direkt einsetzen. Nur manchmal wird halt zwischen Zauber und Technik oder so unterschieden. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Wenn ihr mir nicht helft, werde ich dahingehend dumm sterben. Oh, hier ist eine Sackgasse. Das ist schon mal fantastisch. Das heißt, hier wird sich nämlich am Ende der Kreis auch schließen. Das waren jetzt wieder Ramböcke, 4 Stück an der Zahl. Ich würde eigentlich sagen, ihr habt nichts verpasst, aber die haben ganz schön reingehauen. Diesmal wiederum nicht so. Also es ist irgendwie komisch. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie erfolgreich Zischel ist. Weil das ja manchmal irgendwie alle erwischt. Und wenn es die erwischt, dann macht es wenigstens ordentlich Schaden. Aber es ist halt mal so, mal so. Ich habe jetzt nicht geheilt nach der letzten Runde. Das ist bei den Gegnern aber auch nicht nötig. Okay, weil ich laufe jetzt hier auch nur noch mal so rum, damit ich wieder an mein Schiff komme und dann meine Reise gen Süden fortsetzen kann. Weil das muss ich ja nun nicht zwingend zu Fuß erledigen. Zumal... ich will diese Gegnerchen nicht. Warte mal, ich gehe mal erstmal auf die Wampatze. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Versiegelungskacke von denen ausging oder von den Krabbenviechern. Ich hoffe einfach, dass die... Obwohl, nee, nicht das Thema mit der Versiegelung ist das Problem, das Thema mit der Mega-Stärkung.
Würde eigentlich eher zu den Krabben passen, aber... Ja, kein Plan. Die haben das Gott sei Dank nur bei dieser ersten ekligen Begegnung ja eingesetzt. Jetzt haben wir wenigstens davon unsere Ruhe. So, nachts mit dem Schiff in unbekannten Gefilden. Ich glaube, das könnte gefährlich werden. Das könnte aber auch spannend werden. Das eine ist ja durchaus mit dem anderen koppelbar, nicht wahr? So, aber eigentlich geht es meinen Leuten ganz gut. Ich würde sagen, wir verzichten erstmal auf Heilung und gucken, was hier so passiert. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich den Punkt hier auch erwische, wo wir gerade nochmal kehrt gemacht haben. Da bin ich drin gewesen. Und bei dem nächsten Landstrich kennen wir die. Ich kenne Klabautermänner. Ich komme gerade nur ständig mit den ganzen Teilen durcheinander, die ich alle schon gespielt habe. Ich glaube, die haben wir jetzt hier in Teil 3 aber auch schon mal gesehen. Ich hatte nämlich schon mal Angst vor denen und habe dann festgestellt, dass die nichts können. Wir kennen doch sogar deren Nachfolger und sind mit denen eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Also ich denke, ja, ich denke, meine Angst war völlig unbegründet. So, ich glaube ab hier, nee, nicht ab hier, ab hier wird es jetzt interessant, weil wenn ich jetzt hier an Land gehe, dann, ich will immer so reflexartig, will ich immer nach links und rechts umswitchen und das bringt dann aber halt nicht viel, ne? Weil du dann die Karte jedes Mal verlässt. So, ich werde jetzt ja eine kleine Stichprobe nehmen und mal gucken, was hier... Oh, shit. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass ich jetzt hier sterben könnte, was sehr, sehr ärgerlich wäre, nachdem, was ich in dieser Folge alles gesehen habe. Aber gut, wir haben viel Geld. Notfalls werde ich die alle dann wieder beleben, auch wenn ich dann meinen Verlusten nachweinen werde. So, vielleicht habe ich ja auch die Chance, das Ganze hier siegreich abzuschließen. Wir werden sehen. So, warte mal. Defensive Monstergruppe senkt Abwehr. Warum habe ich damit bisher eigentlich nicht gearbeitet? Ich habe in allen Dragon Quest Spielen das immer, also vor allen Dingen Teil 11, ich kann mich an Teil 11 halt irgendwie noch am besten erinnern, da habe ich das immer ganz gerne eingesetzt. Und das werde ich jetzt auch tun, in der Hoffnung, dass es klappt. Um 26 Punkte, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, dass die ordentlich reinhauen, das war mir leider klar. Und dass die einander heilen, ist jetzt auch nicht so überraschend. Sind halt Schamanengegner, aber Zischel haut ordentlich rein. Das ist gut. Jetzt gucke ich mal bei... Oh ja, Nebo haut... Jawoll! Okay, das ist schon mal... Das ist schon mal ordentlich. Also ausschließen möchte ich jetzt unseren Sieg nicht nach der ersten Runde. Das Thema Heilung könnte allerdings noch ein bisschen kritisch werden. Ich gehe jetzt mal erstmal auf Maggie. So, Zischel. Ich gehe jetzt hier auf die Höllen-irgendwas-Viecher. Ja, der darf sich gerne heilen. Ich glaube, der ist trotzdem down. Ich hoffe, wir machen genug Schaden, um das jetzt für uns zu entscheiden. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt hier weiterlaufen sollte. Ich glaube, ich werde mich danach wieder zurück auf den Weg zum Schiff machen und versuchen, dann in der nächsten Folge die Ecke anzusteuern, von der ich am Anfang sprach. Ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung ist. Ich habe jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, wie gut Zischel eigentlich war gegen die Höllenrüstung. Ja, super. Ich hatte Glück, dass der verheerende Schlag wenigstens Josef getroffen hat. Okay, also die hier hauen rein. Also das Gebiet hat schon eine ganz andere Qualität als die Ecken, wo wir heute sonst so gewesen sind. So, warte mal. Josef kann nochmal Heilung gebrauchen. Das Problem ist, ich muss jetzt irgendwie zurück zu meinem Schiff, ne? Und das könnte nochmal interessant werden. Wobei, vielleicht haben wir die stärksten Gegner jetzt auch schon gesehen. Ich weiß es nicht. Aber eine Erkundung hier ist natürlich auch spannend, ne? Weil wenn die Gegner hier so stark sind, dann wird es bestimmt auch irgendeine Stadt hier in der Nähe geben. Und wenn ich die erreiche, dann gibt es hier wahrscheinlich so das ultimative Equipment. Also wahrscheinlich besseres Zeug als das, was ich jetzt aktuell mit mir führe. Und das macht es dann wieder interessant. Wow, was geht denn hier ab? Okay. Nagoya ist scheinbar heute sehr lernwillig. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt ja an einer ungewöhnlichen Stelle aufhören. Ich weiß noch nicht, ob ich am Anfang der nächsten Folge nochmal zurückgehe übernachten oder ob ich mich hier so versuche, weiter durchzukämpfen. Auf jeden Fall haben wir heute eine Menge gesehen. Ich glaube, das wird beim nächsten Mal nicht weniger interessant. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao.